Der Christkindlfelsen. Dass im Christkindlfelsen bei Rumbach das Christkind wohnt, sagt ja eigentlich schon der Name. Den meisten Kindern muss man dazu nicht viel erzählen. Diejenigen aber, die ständig mit ihren Fragen und Zweifeln nerven und alles ganz genau wissen wollen, muss man im Spätherbst hinaus in den Wald zum Felsen führen. Dort sollen sie es mit eigenen Augen sehen, wie der Rauch aus dem Felsen emporsteigt. Er stammt von dem Ofen, in dem das Christkind zur Adventszeit seine Plätzchen backt. Und wenn die Sonne es doch einmal durch den Nebel schafft und der Felsen im Abendrot schimmert, dann erzählen die Eltern ihren ungläubigen Kindern, was sie schon von ihren Eltern und die von deren Eltern gehört haben, nämlich, dass der Ofen ganz heiß ist und dass die Engel aus dem Himmel kommen, um dem Christkind beim Backen zu helfen. Mit denen, die es dann immer noch nicht glauben wollen, muss man hinauf zum Felsen steigen. Nicht selten liegen auf dem Weg verstreut tatsächlich einige Plätzchen, die dem Christkind beim Backen vom Blech gekullert sind. Oben angekommen, zeigen die Eltern ihren zweiflerischen Kindern den Eselsstall, die alte Felsenhöhle, wo der Nikolaus seine Esel abstellt. Die meisten Kinder sind spätestens zu diesem Zeitpunkt endlich von der Wahrheit überzeugt. Nur die hartnäckigsten fragen noch: Seit wann hat der Nikolaus Esel? Wo sind sie denn, die Esel? Wo ist der Nikolaus? Und wo ist das Christkind? Denen muss man in ruhigem Ton erklären, dass die ganze himmlische Belegschaft die Öffentlichkeit eher meidet, nichts von den Medien hält und auch nicht fotografiert oder gefilmt werden will. Deshalb hat sie noch keiner gesehen. Aber der Rauch ist ja da und die ganzen Plätzchen. Wo sollen die denn sonst herkommen, wenn nicht von hier, vom Christkindlfelsen? Der heißt ja schließlich nicht umsonst so. Und genau das ist am Ende ja Beweis genug.